Wenn man mit Menschen spricht, ist jedem klar, dass der Sohn nicht weitergehen kann. Und jeder fürchtet um sein gespartes Geld, seine Altersversorgung oder wenn man mit jüngeren Menschen spricht, die Belastungen, die man aus dieser europäischen Integration übernehmen muss. Tatsache ist, dass ein Rettungsschirm den anderen ablöst. Und wenn ich den Ausführungen von Professor Weber-Singer aus dem letzten Jahr folgen kann, lässt sich dies nur mit Inflation oder einem Währungsschnitt lösen. Durch die Globalisierung ist es sicher nicht leicht, die Probleme zu beherrschen. Wir dürfen nicht erwarten, dass alle Menschen in Europa so leben wollen wie wir in Deutschland. Dies deutet deutlich darauf hin, dass der Wind rauer wird. Dennoch gibt es Sinn, den Lebensstandard in den einzelnen Ländern zumindest annähernd anzugleichen. Wie das finanziell geht, muss überlegt werden. Es wird uns in Deutschland nachgesagt, dass wir strebsam sind und unsere Produkte haben mehr denn je die Auszeichnung einer hohen Qualität. Deshalb glaube ich, dass auch uns ein Währungsschnitt nicht aus den Bahnen wirft. Was wir weiter lernen müssen, ist mit den weltweit vernetzten Kapitalmärkten umzugehen, die sofort erkennen, wo überdurchschnittliche Renditen zu erzielen sind und noch mehr den Markt anheizen. Doch die hohen Renditen muss ein anderer bezahlen. Das Risikokapital wird sicher benötigt, aber müssen es zweistellige Renditen sein? Und mit den Steueroasen werden noch Schlupflöcher geschaffen, um die Gewinne am Ende noch steuerfrei zu vereinnahmen. Am Ende platzt die Blase und im Zweifelsfall müssen die Staaten einspringen, um das angeworbene Kapital der kleinen Anleger zu retten. Vielleicht ist hier die notwendige Veränderung, die staatliche Regierung etwas auszuschalten und den Kopf einzuschalten. Möglicherweise werden wir durch diese Erfahrungen die Feststellung machen, dass der Reichtum auf den Bankkonten nicht so wichtig ist. In den zurückliegenden Monaten haben wir alle die Auswirkungen erlebt. Versicherungsguthaben gehen drastisch zurück. Voranteile sind weniger wert und das Guthaben auf der Bank wird nicht mehr verzinst. Und trotzdem geht das Leben weiter. Meine Generation hat noch ein Weltbild, das stark auf Sicherheit und Absicherung im Alter ausgerichtet ist. Um die Möglichkeiten, die unsere junge Generation hat, müssen wir uns nicht sorgen. Ganz andere Möglichkeiten werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren entstehen. Möglichkeiten, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Denken Sie doch allein an das Internet und seine Auswirkungen in den letzten 10 Jahren. Alleine die Entwicklung der Kommunikation wird zu ganz neuen ökonomischen Möglichkeiten führen. Die Veränderungen bei den Banken werden dazu führen, dass Genossenschaften und Sparkassen profitieren, da sie den Risiken der großen Spekulationen nicht ausgeliefert sind. Das genossenschaftliche oder gemeinnützige Modell wird möglicherweise der große Gewinner aus der gegenwärtigen Entwicklung hervorgehen. Vor allem erwarte ich die direkte Verantwortung. Es kann nicht sein, dass Entscheidungen auf fremde Ratings abgestellt werden. Um diese Veränderungen anzustoßen und ein tiefgründiger Bewusstseinswandel bei den Menschen ist ein grundlegender Bewusstseinswandel bei den Menschen notwendig. Denn ohne Bewusstseinswandel entsteht kein Gesellschaftswandel. Betrachten wir die Ökologie. Unsere schöne Erde gibt es nur einmal. Sie wurde für uns geschaffen und sie erschafft sich jeden Tag wieder aufs Neue. Die Menschen gehen jedoch mit ihr um, als könnte man alles mit ihr machen. Wir holzen die Regenwälder ab, wir verdichten landwirtschaftliche Flächen, wir starten Atomversuche unter der Erde oder bauen Staudämme in ungeahnten Dimensionen. Ganz zu schweigen von den Verschmutzungen der Flüsse, der Meere sowie der Luft oder entnehmen in großen Mengen das Blut der Erde, das Öl. Das kommt zwangsläufig zur Veränderung und zu Verschiebungen. Das verändert Klima, sorgt für Katastrophen, wie wir sie in den letzten Jahren schon erlebt haben. Tatsache ist, dass wir hier schon viel zu lange gewartet haben. Ein Klimagipfel allein bewirkt nichts. Ich bin aber zuversichtlich, dass Naturkatastrophen letztendlich schnell dafür sorgen, dass es zügiger vorangeht. Ich fordere Sie trotzdem auf, umzudenken.
Die Entscheidung entfällt ganz hinten an der Wertschöpfungskette, nämlich bei dem Verbraucher. Wenn wir das Konsumverhalten in Deutschland beobachten, sehen wir, an was es fehlt. Erschreckend war die Meldung im vergangenen Jahr, dass 40% der Lebensmittel in Deutschland vernichtet werden. Es ist sicherlich möglich, dass sich die Erde wieder erneuert, wie sich auch die Zellen im menschlichen Körper immer wieder erneuern. Wir sollten jedoch den Bogen nicht überspannen, denn allein der normale Bevölkerungszuwachs sorgt schon für genug Probleme. Die Chancen, die sich daraus ergeben und sicherlich neue Entwicklungen zur Nutzung der Sonnenenergie und die Abhängigkeit, um von der Abhängigkeit von Öl und Gas zu kommen, sind immens. Für Deutschland selbst wird die weltweit benötigte Dienstleistung sicherlich auf lange Sicht für einen hohen Lebensstandard für uns sorgen. Nicht mit dem gleichen Geschäft wie bisher. Und diese Veränderungen sollten wir rechtzeitig aufnehmen und uns darauf einstellen. Unser Bewusstsein ist sehr weit entwickelt und wir können die Schlüsselrolle führen. Die Bewusstseinsänderung fängt schon in den Schulen an, die Aufklärung der Kinder und die Zusammenhänge der Erde, der Ernährung und der Gesundheit. Lassen Sie uns die Vorreiter für ökologische Veränderungen sein, zum Schutz unserer Erde, aber auch unserer eigenen Gesundheit. Vielleicht beinhaltet die Beantwortung der Frage, was brauchen wir tatsächlich, die Lösung. Betrachten wir die Gesellschaft. Nach der positiven Einleitung über unsere Möglichkeiten, die wir haben, darf ich noch einige Themen aufgreifen, die nach umfassenden Veränderungen in der Gesellschaft rufen. Ein großes Problem ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Ich zitiere aus dem Buch von Erwin Laszlo, Mitglied des Clubs of Rome, auf Budapest, Entschuldigung. Es gibt 800 Milliardäre im Jahr 2008, in dem Krisenjahr, kamen 178 alleine in den USA dazu. Auch ein Hinweis darauf, was tatsächlich geschehen ist in dem Krisenjahr. 80% der weltweiten Inlandsprodukte gehören heute einer Milliarde Menschen, während fast 6 Milliarden sich die verbleibenden 20% teilen. Es ist fraglich, ob auf dieser Basis der soziale Frieden gehalten werden kann. Wir müssten uns also keine Sorgen um die Finanzkrise machen. Die Güter richtig verteilt, würden alle Menschen ein gutes Leben sichern. Ein weltweit großer Konfliktherd sind korrupte Staatssysteme in der Steigerung der Gewalt durch Glaubensgemeinschaften. Ein Bündel an Problemen, die zunächst schier unlösbar erscheinen. Dennoch glaube ich, dass durch Sachzwänge uns gar nichts anderes übrig bleibt, nach zielgerichteten Problemlösungen zu suchen und zu finden, denn die Zeit läuft gegen uns. Was wir benötigen, sind weitsichtige Staatslenker, die erkennen, dass der soziale Frieden nur in einer starken Gemeinschaft zu schaffen ist. Die Gemeinschaft der Menschen, was zunächst wie das größte Problem aussieht, ist die einzige Chance. Nur wenn es uns gelingt, füreinander da zu sein und zu erkennen, dass wir alle zusammengehören, werden sich neue Formen des Zusammenlebens ergeben, die alle Probleme lösen können. Insofern halte ich kleine, überschaubare Unternehmen und Gemeinschaften für zukunftsfähig. Es geht darum, dass wir alle das schönste Leben leben, das wir uns vorstellen können. Dazu sind wir hier. In diesem Sinne darf ich Ihnen zu Beginn des Jahres 2012 die Ruhe wünschen, die Sie benötigen, um die Veränderungen Ihrer nächsten Umgebung, in Ihren Wirtschaften sowie in dem sozialen Umwelt- und Gesellschaftsthemen zu erkennen und durchweg auch zum Nutzen verändern. Ich erkenne durchaus mehr Chancen als Risiken, zumindest für Deutschland. Tim Bensko hat 300.000 CDs verkauft, die Welt konnte er im letzten Jahr nicht retten. Aber es war ein Song, der in die Zeit des letzten Jahres gepasst hat. Man hätte gerne mitgeholfen, die Welt zu retten. Versuchen wir es zumindest ein Stück in 2012. Wenn Sie wollen, können Sie ja erst am 22.12. anfangen, wenn der Maya-Kalender wieder neu zu laufen anfängt. Aber fangen Sie an. Ich ermuntere Sie, in 2012 einen Schritt weiter zu gehen, dahin, wo die Zukunft erschaffen wird,
Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, freue ich mich, freuen wir uns auf viele gute Gespräche heute und hoffentlich das ganze Jahr. Vielen Dank.